Donner Lipschitz. Spiele ohne Gewehr. Und hier ist er, Jürgen von der Lippe. Eigentlich habe ich schon überhaupt keine Lust. Nee, nach der Probe, ja, kommt mein Regisseur zu mir, sagt, Junge, du bist unbezahlbar. Ich sage, ach, Claudi, komm. Ja, sagt er, bei den heutigen Fleischpreisen. Das ist doch gemein, sowas. Egal, wir spielen. Ich suche eine Dame mit Scharfblick. Wo ist eine Dame mit Scharfblick? Wenn sich keine meldet, gucke ich eine aus. Das kennen Sie doch. Ist Ihnen da gerade gewaltsam die Hand gehoben worden? Kommen Sie, gnädige Frau. Das sind die Kandidaten, die nachher die Besten sind, die aufblühen. Herzlich willkommen. Kommen Sie mal auf meine linke Seite, Frau Hasenbeck. Sie haben Scharfblick. Den werden wir gleich testen. Wie viele Leute sitzen hier? Ungefähr 200. Ja, mach's sein. Ich weiß es nicht. Ich wollte nur mal gucken, was Sie so sagen. Wir werden das aber gleich ausführlich testen. Bevor ich Sie rausschicke, werfen Sie einen letzten Blick auf das Studio, merken sich alle Einzelheiten. Sie werden, wenn Sie zurückkommen, das Studio verändert finden. Darf ich Sie jetzt hinaus bitten, einen kleinen Moment? Was Frau Hasenbeck nicht weiß, sie wird nachher die Aufgabe gestellt bekommen, herauszufinden, welche Bärte im Publikum unecht sind. Bei den Herren natürlich nur. Ne? Was sie darüber hinaus nicht weiß, ihr Mann spielt mit uns, der Herr Hasenbeck, den ich jetzt einmal zu mir bitten darf. Herzlich willkommen. Herr Hasenbeck hat sich nämlich bereit erklärt, seinen ohne Zweifel wunderbaren Schnurrbart, der jetzt noch echt ist, zu opfern für dieses Spiel. Wie lang tragen Sie den? 12, 15 Jahre. 12, 15 Jahre. Hängen Sie sehr dran? Ja, eher an mir. Eher an Ihnen. Hängen Ihre Frau auch dran? Oh. Ja? Ich hoffe es. Ja, das werden wir anschließend sehen. Und ich darf jetzt mal Dr. Klinker-Emden und unseren Maskenbildner Norbert herein bitten. Es passiert nicht. Das ist eng. Nein! Nein! Der Mann. Herr Hasenbeck, nehmen Sie bitte Platz. Norbert, der hat sich extra fein gemacht. Walte bitte deines Amtes. Sie können ganz beruhigt sein, Herr Hasenbeck, denn eine neuere Umfrage unter Frauen hat ergeben, dass nicht einmal 30% aller Frauen einen Schnurrbart bei Männern schön finden. Ich meine, jetzt wird mir auch eines klar, aber es soll Sie zumindest trösten. Hören Sie doch auf, können Sie nachlesen. So. Norbert, pass mal den neuen an, den unechten. Ja, das sitzt. Ich würde dich bitten, das draußen zu machen. In der Zwischenzeit können wir schon mal was anderes tun. Wir haben nämlich, wie immer, so auch in dieser Sendung, einen Prominenten in einen Sack gesteckt. Sie hier im Studio haben drei Möglichkeiten zu erraten, wer das ist. Es gibt drei filmische Hinweise. Und hier kommt der erste. So, der Sack ist ganz offensichtlich auf dem Wege zu uns.
Sag mal, lieber Gast im Sack, bist du ein Mann oder eine Frau? Ich bin eine Dame. Und das ist die erste Dame, die wir in dieser Sendereihe im Sack haben. Bist du eine junge Dame oder eine etwas ältere? Ich bin im heiratsfähigen Alter. Im heiratsfähigen Alter, also von 16 bis 90. Sag mal, lieber Gast, hast du denn Hobbys? Ja, ich mache Sport, Boden- und Geräteturnen. Boden- und Geräteturnen, also ein lenkiges Mädel. Und dein Berufswunsch? Ich wollte gerne Musiktherapeutin werden. Musiktherapeutin. Und jetzt meine ich da so etwas wie einen Akzent zu hören. Wo kommst du denn her? Aus dem schönen Städtchen Plattling. Aha, und Plattling ist offensichtlich nicht ganz im Norden, würde ich mal sagen. Keine Bange, Sie kriegen noch zwei Hinweise. So, alles in Ordnung. Und hier ist Frau Hasenbeck. Und jetzt spielen wir zwei. Und zwar besteht Ihre Aufgabe darin, Sie sehen ja, wir haben sehr viele Bärte im Publikum, Sie sollen mir sagen, welche Bärte falsch sind. Wir werden das auch mal testen. Pass auf. Hier haben Sie vier Bärte sitzen. Gucken Sie sich die an. Was halten Sie von dem? Kann ich schon mal dran ziehen? Sicher, ziehen Sie. Ey! Entschuldigung. Das war nix, ne? Gucken Sie mal, Sie hätten zum Beispiel hier ziehen können. Oder hier. Alles falsch, ne? Ja, was? Ja, Sie haben sie gedacht, das ist hier irgendwie getürkt. Passen Sie auf. Ich sage Ihnen mal, im ganzen Studio gibt es jetzt nur noch einen falschen. Ja? Und ich gebe Ihnen noch eine Hilfe, es ist auf dieser Seite. Versuchen Sie Ihr Glück. Wenn Sie innerhalb einer bestimmten Zeit den falschen Bart rauskriegen, schönen Preis. Achtung, fertig, los. Reißen Sie dran. Manche sitzen noch fest. Danke. Schneller, Fahrtweg, schneller! Oh, komm schnell! Wunderbar! Wunderbar! Ich würde sagen, gewonnen! Wunderschön! Wunderschön, ich gehe mal schnell dazu. Frau Hasenbeck. Das sollte ein Scherz sein. Küssen Sie mal jetzt Ihren Mann und sagen Sie, was das für ein Gefühl ist. Nicht gut. Das habe ich nicht gewollt. Aber Sie können ihn nachwachsen lassen. Ich danke Ihnen herzlich fürs Mitspielen. Sagen Sie mir mal, was Sie im Monat für einen Friseur ausgeben. Nichts. Machen Sie das all selber? Ja. Gut, das könnten Sie ja ab jetzt in eine fachmännische Hände legen. Und Sie? Ja. 70 Mark. Im Monat? Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, Sie suchen sich einen sehr guten Friseur, einen Meisterfriseur, den Sie monatlich besuchen. Und mit 70 Mark ist in Ordnung. Wir übernehmen für Sie beide ein Jahr die Friseursrechnung. Ihr Applaus, vielen Dank. Ja, wir haben wieder eins dieser furchtbaren Experimente gemacht. Sie kennen aus Kaufhäusern oder von Flughäfen diese Türen, die wie von Geisterhand bewegt zugehen, ne? Und wieder aufgehen. Da haben wir uns gedacht, was werden die Leute sagen, wenn das keine Geisterhände sind, sondern unsere Hände, die diese Türen steuern. Werden die Leute weinen oder beten, versuchen das Panzerglas zu durchbrechen? Wie werden sie reagieren? Sehen Sie selbst, hier kommt unser kurzer Film. Das ist der Flughafen Düsseldorf. Menschen, die verreisen wollen. Nichts Böses ahnen. Plötzlich sind sie gefangen. Und nach rechts geht's wieder auf. Und zu.
Und schwupp! Böse Falle. Und der Letzte bleibt draußen. Ist der Koffer auch noch so schwer? Dieser Herr nimmt das Leben von der heiteren Seite. Einmal hin, einmal her, ringsherum, das ist nicht schwer. Tja, diese Dame versucht es mit Gewalt. Der Herr versucht es mit Hüpfen. So, und nun haben wir wieder ein Teamspiel. Ich begrüße das rote Team und das grüne Team. Willkommen! Bitte auf die Seite. Vorsicht! Vorsicht! Und zwar haben wir ganz viele Anfragen bekommen. Die Leute schreiben immer, sagt man, macht doch mal Spiele, die man zu Hause auch nachvollziehen kann. Das machen wir natürlich furchtbar gerne. Sie sehen bei diesem ersten Spiel, Sie brauchen nur ein sehr großes T-Shirt, XL. Das füllen Sie mit kleinen Luftballons und dann brauchen Sie noch Ehepaare, also Menschen, die einander sehr nahe stehen körperlich. Sie sind doch hoffentlich verheiratet. Na klar. Das will ich doch hoffen, weil sonst geht es ja nicht. Sie auch? Ich noch nicht. Oh, Sünde, Sünde. Aber egal, das Spiel nimmt seinen Lauf. Bitte versuchen Sie jetzt durch Wälzen die Luftballons zu zerstören. Bitte. Das nicht. Halt, so geht das nicht. Das ist ja... jetzt kriege ich den Reißverschluss nicht auf. Legen Sie sich mal auf die Seite, dass ich an den Reißverschluss komme. Sie sehen, geht es Ihnen gut? Ja. Gut. So, darf ich Sie mal bitten, aufzustehen? Sie sehen, in diesem Spiel ist ein kleiner... Legen Sie das einfach hin. In diesem Spiel ist ja ein kleiner Gedankenfehler, das können Sie also so zu Hause nicht spielen. Wenn ich vielleicht die Damen jetzt mal bitten darf, nein, die Herren bitten darf, auf den Stühlen Platz zu nehmen. Und die Damen darf ich vielleicht auf diese Markierung bitten. Jetzt geht es also wirklich um Punkte. Das Spiel sieht so aus, dass die Herren immer einen Luftballon in den Schoß nehmen und die Damen versuchen durch ein mildes Aufsitzerle den Ballon zu zerstören, ohne weiter großen Schaden anzurichten. Wer innerhalb einer gewissen Zeit mehr Ballons kaputt gekriegt hat, der bekommt einen Punkt. Auf die Plätze, fertig, los! Ohne Hände! Ohne Hände! Oh, ohne Hände! Nehmen Sie den Ballon höher! Höher! Ja, immer anlaufen von der Hütte! Ach Gott! Wir haben uns von mehreren Ärzten eine Unbedenklichkeitserklärung eingeholt. Carola, wie ist der Spielstand?
Das grüne Team hat gewonnen. Wie viele Ballons waren es? 3-2, ein Punkt für Grün. Darf ich die Herren mal hinausbitten? Und die Damen bekommen jetzt Boxhandschuhe angezogen. Damenboxen gewinnt ja als Sportart immer mehr an Boden. Bei uns natürlich völlig gewaltfrei. Ich würde einfach mal sagen, das rote Team beginnt. 10 Sekunden Zeit. Auf die Plätze, fertig, los! Herr, wunderbar. 15 Ballons waren ursprünglich da. Du kannst ja schon mal zählen, Carola, dieweil hier Frau Stahl spielt. Auf die Plätze, fertig, los! Was ist denn los? So! Ja, ja! Jetzt hat es! Puh, das könnte ein Unentschieden sein. Hier sind 2, 4, 6, 7 übrig und hier sind 2, 4, 6 übrig, glaube ich. Ne? Damit haben wir einen Stand von 1-1, das heißt Entscheidungsspiel. Die Damen vielleicht mal an die Seiten. Und jetzt bitte ich unsere beiden Kampfhähne herein. Das Spiel ist ganz einfach. Beide Herren zu mir. Sie brauchen beide Herren nur mit Bier füllen und dann mit dem Rücken aneinander stellen. Und jetzt bitte 4 Schritte auseinander. 1, 2, 3, 4. Umdrehen, gegeneinander anrennen. Attacke! Um Gottes Willen, haben Sie Schaden genommen? Beide Ballons sind kaputt. 2-2, ein klassisches Unentschieden. Alle zu mir, wunderbar. Kommt her, das ist gut. Das ist wunderbar. Vielleicht ihr hier zu meiner Rechten und das grüne Team zu meiner Linken. Das ist wunderbar, das macht Spaß, denn jetzt geht es erst um Geld. 2-2, das heißt, beide Paare bekommen 2 Wurfpfeile. Auf dieser Donnerläppchen-Party-Wand sind Ballons und hinter den Ballons sind Geldsummen. Und zwar von 50 Mark bis 1000 Mark. Und die Ballons, die ihr zum Platzen bringt, der Geldbetrag, der dahinter erscheint, ist eurer, uneingeschränkt. Jeder 2 Pfeile, Antonia, bitte. Ihr einigt euch, wer wirft? Jeder einen? Das ist gut, es ist auch völlig wurscht, wer anfängt. Vielleicht einfach einen das rote Team und dann einen das grüne. Überleg's gut, wo könnte der Geldbetrag sitzen? Ja, hör mal. Oh, jetzt einmal das grüne Team. 100 Mark. Jetzt bist du dran, ne? Würde ich doch mal sagen, Simone, jetzt aber. Kinder, jetzt ihr. 100 Mark. Da würde ich mal sagen, mir fällt gerade ein, dieses erste Spiel mit der Rollerei, das ist noch gar nicht richtig belohnt worden, stimmt's? Jeder noch einen Pfeil? Noch 2 Pfeile? So, jetzt geht's aber um die Wurst. Und? Das heißt, 100 für euch, 150 für euch. Wenn ich das richtig gezählt habe, hätte mehr sein können, aber es war schön, ne? Ein schöner Moment im Leben zweier junger Menschen. Vielen Dank für das Rennen, noch viel Spaß. Und jetzt, oh, da hat sich gerade wieder unser Produktionsleiter versucht, das Leben zu nehmen, wegen dieser hohen Geldbeträge, die wieder im Raum stehen. Und hier unser zweiter Hinweis auf den Prominenten im Sack.
Sag mal, warum reist du als Gepäckstück, lieber Gast? Ich flieg zwar oft, aber ungern. Ungern? Jetzt haben wir ja gehört, heute nicht so rau. Oh. Jetzt haben wir gehört, Musiktherapeutin wolltest du werden. Hast du denn eine Beziehung zur Musik? Ich habe früher mit meinen Eltern gejodelt. Mit den Eltern gejodelt? Könnten wir da vielleicht ein Beispiel hören? Hola, Lady! Oh, das ist ja allerliebst. Hast du denn auch auf Schallplatten gejodelt? Einmal, aber nur ganz kurz. Einmal und nur ganz kurz. Was war das für eine Platte? Tja, eine Weihnachtsplatte. Sie hat auf einer Weihnachtsplatte gejodelt. Eine junge Bayerin, die auf einer Weihnachtsplatte gejodelt hat. Nicht verzweifeln. Einen Hinweis gibt es noch. So. Sie kennen vielleicht diese Werbespots, wo immer Hausfrauen ein Produkt anpreisen. Danke, Antonia. Bisschen nett will man es ja auch haben. Wo Hausfrauen Werbespots an, und fragt man sich immer, sind das Hausfrauen oder sind das als Hausfrau verkleidete Burgschauspielerinnen? Wir haben jedenfalls eine Annonce aufgegeben. Die können Sie jetzt hier auch auf der großen Leinwand sehen. Großes deutsches Unternehmen der Haushaltwarenindustrie sucht Damen jeglichen Alters für Werbespot. Und da haben ganz, ganz viele echte Hausfrauen haben sich da beworben. Und denen haben wir natürlich zunächst einmal einen Werbespot gezeigt, den wir gemacht haben. Und unsere Hausfrau ist einer unserer besten Mitarbeiter. Schauen Sie sich zunächst einmal unseren Werbespot an. Ringeldingeding, hier ist der neue Schnitzelking. Der Schnitzelking schneidet, schnippt und schnappt die allerschönsten Scheiben ab. Ist seine Arbeit aus der Tracht. Der schnippelt Schnitzel, trennt und hackt. Möhre, Gurke, Kohl, jawohl, Lauch. Auf, Schnippel, Schnippel, Rispel, Raspel, Hespel, Haspel, Fetzel, Schnitzel, Ringelingeling mit Schnitzelkind. Haben Sie gesehen? Eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Jede Menge phonetische Falltüren eingebaut und dann hatte man ja noch alle Hände voll zu tun. Ich will Ihnen das mal demonstrieren. Also jemand, der so einen Text so schnell nicht lernen kann, der behilft sich natürlich beim Fernsehen, auch Profis. Da wird mit sogenannten Negern gearbeitet. Das sind große Pappen, auf denen der Text steht. Silvia hat hier so eine. Wir können ja mal so ein Beispiel machen. Kommen Sie mal, Herr Frings. Kommen Sie mal vor die Kamera. So. Und jetzt machen Sie mal mit den Händen, machen Sie jetzt mal so, wie unsere Hausfrauen. Und dabei lesen Sie den Text. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Großartig! Das ist gut, Herr Frings. Danke. Wunderbar. Sie werden entdeckt werden nach dieser Darbietung. Ich sage es Ihnen. 33 Hausfrauen haben wir gefilmt. Und 3 davon möchten wir Ihnen gerne zeigen. Film bitte ab. Ich bin eine ganz normale Hausfrau aus Hennef und ich möchte Ihnen sagen, wie der Schnitzelking mein Leben in der Küche zu einem Vergnügen gemacht hat. Ringedingeding, hier ist der neue Schnitzelking. Der Schnitzelking schneidet schnipp und schnapp die allerschönsten Scheiben ab. Ist seine Arbeit auch vertrackt? Er schnibbelt Schnitzel, trennt und hackt Möhre, Gurke, Kohl, jawohl, Lauf, auf, schnippel, schnippel, rispel, raspel, hespel, haspel, tetzel, schnitzel, ringe, dinge, ding, mit Schnitzelking. Ach so, ich bin Idiot. Ich bin eine ganz normale Hausfrau aus Köln und ich möchte Ihnen sagen, wie das Schnitzelking mein Leben in der Küche zu einem Vergnügen gemacht hat. Ringe, dinge, ding, hier ist der neue Schnitzelking. Der Schnitzelking schneidet, schnipp und schnapp die allerschönsten Scheiben ab. Ist seine Arbeit auch vertrackt? Der schnippelt, schnitzelt, trennt und hackt. Möhre, Gurke, Kohl, Lauch sogar auch.
Schnibbel, Schnabbel, Rispel, Raspel, Hetzel, Schnetzel, Ringe, Dinge mit dem Schnetzel. Und hier sind unsere drei wackeren Damen, die in diesem Moment Magnumflaschen von unseren beiden in Empfang nehmen. Herzlichen Dank. Sie waren toll. Vielen Dank. Hier kommt der dritte und alles entscheidende Hinweis auf unseren prominenten Gast. Insa, du bist eine Bayerin. Du bist jung, du hast Platten gemacht. Wie groß bist du eigentlich? Ich bin ganze 1,52,5. Aha, wie viele Platten hast du eigentlich gemacht? Einige LPs und jede Menge Singles. Dann hat die auch schon jemand gekauft? Ich habe zwar noch nie gezählt, aber es sind gewiss über 1 Million. Über 1 Million Platten, das sind sogar viel, viel mehr. Sage mal, ich weiß, dass du Doris heißt, aber wie viele Buchstaben hat dein Künstlername? Auch 5. Aha, und kommt da vielleicht ein Buchstabe doppelt vor? Ja. Aha, so, jetzt gibt's einen Zollstempel auf den Popo. Sag mal, und deine aktuelle Platte, was besingst du da? Ein Cowgirl. Ein Cowgirl. Und da höre ich schon was im Hintergrund. Und jetzt ab ins Auto und gleich bei uns. Schreiben Sie jetzt den Namen auf den dafür vorgesehenen Teil Ihrer Eintrittskarte. Und Antonia und Silvia kommen jetzt einsammeln. Ganz viele Briefe bekommen wir auch immer, wo drin steht: Warum spielen bei euch nie Kinder mit? Da haben wir gesagt, das stimmt auch. Und heute spielen Kinder mit. Und ich begrüße von der Montessori-Schule Corinna Becker und vom Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Timon Grau. Hallo. Ach, jetzt ist das schon abgegangen. Ja, wunderbar. Grüß dich. Uiuiui, das sind eure Fans. Corinna. Wie alt bist du? 10 3/4 und 4 Tage. 10 3/4 und 4 Tage. Und du? 10, ganz so genau weiß ich nicht. Das ist auch nicht schlimm. Das ist ein gutes Alter. Und was ist euer Lieblingsfach? Deutsch, hoffe ich? Sport. Auch schön. Und deins? Sport und Musik. Sport und Musik, keiner Deutsch, da sind die Chancen gleich. Kommt mal hier so hin, meine Lieben. Das Spiel ist rasch erklärt. Komm, Timon, du hier so neben Corinna. Das Spiel kennt ihr bestimmt noch von Olle Blecki Fuchsberger. Ihr müsst nämlich Sprichwörter erraten. Auf hinter jedem Täfelchen, nicht nach hinten gucken, du Lümmel, steht ein Buchstabe. Alle Buchstaben zusammen ergeben ein Sprichwort. Und ihr könnt Buchstaben nennen und dann wird immer ein Täfelchen umgedreht. Ne? Und wenn ihr dann genug habt und meint, ihr wisst es, dann nennt ihr das Sprichwort, aber immer nur der, der gerade dran ist. Und jetzt kommt die kleine Donnerlippchen-Abweichung. Bevor ihr einen Buchstaben nennt, dreht ihr hier dieses Glücksrad. Da seht ihr Geldbeträge und da könnt ihr unabhängig davon, ob ihr das Spiel gewinnt oder nicht, Geld für die Klassenkasse zusammen gewinnen. Ne? Also, meinetwegen hier 50 Mark und dann sagst du den Buchstaben, sag ich mal Y. Und wenn der 20 Mal vorkommt, dann nehmen wir mal. Dann hast du 20 mal 50 ist wie viel? Also ganz viel Geld. Ne? Und das schreibt dann die Silvia auf diese Tafel. Und das kann euch dann auch niemand mehr nehmen. Nur, wenn ihr einen Buchstaben nennt, der nicht vorkommt, dann macht es dieses böse Geräusch. Und dann passiert was. Kommt mal mit zur Bütt. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert? Naja. Ah, was meint ihr? Schwierig. Sieht doch fast so aus, als ob da einer rein muss, ne? Ja. Ist ja bei uns immer so. Ja. Ja. Dann machen wir mal den Vorhang auf. So.
ist unser Vollstrecker und da oben ist ein Schlitten. Da wird dann praktisch ihr drauf. Und dann sage ich, Vollstrecker, bitte! Da kommt der gute Onkel Dr. Klinker-Emden und holt euch wieder raus, wenn er euch findet. Ist witzig, ne? Ah, jetzt haben wir uns noch was gedacht. Haben wir gedacht, wir setzen nicht euch auf den Schlitten, sondern eure beiden Klassenlehrer. Meine Herren, begrüßen Sie tapfere Männer. Dr. Jürgen Fuhrmann und Siegfried Rostek. Aber vielleicht passiert Ihnen ja nichts. So, jetzt fangen wir an zu spielen. Zack, eine und zwei Gänse. Wir losen aus, wer anfängt. Kopf oder Zahl? Diesmal sag ich Zahl. Du sagst Zahl. Nein. Das ist Kopf. Timon fängt an. Dreh das Glücksrad, mein Sohn. $50. Welchen Buchstaben möchtest du? Bleib bei mir, Kind. Ja, E. E will er haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 6 E's. Das macht $300. Die hast du jetzt schon gewonnen. Und noch etwas muss ich euch sagen. Wenn es ein Umlaut ist, also Ü, Ü oder so etwas, das ist nicht E oder Ü, sondern U, E, A, E. Ne? Also da könnte ein E auch zugehören. So, du hast das Sprichwort noch nicht, nehme ich an. Nein. Dann dreht Corinna jetzt. $100. Welcher Buchstabe? I. I. Einmal $100, das ist prima. Keine Ahnung, was es ist. Dann weiter. Simon. H. Erst drehen. So, ja. Junge, die Nerven. Oh. Ah. Du willst doch nicht das Geld sausen lassen. Nein. Wie ich weiß, habt ihr ja eine Karnevalsfete. Alle. Das sind 50. Ja. $50. Welcher Buchstabe? H. H. Ha. So. Schon eine Idee? Sonst dreh gleich weiter, Corinna. Immer natürlich nur der, der gerade dran ist, darf das Sprichwort erraten. Und ihr sagt nicht vor, das ist ganz wichtig. $20. Welcher Buchstabe? I. Das haben wir schon, Schatz. Einen anderen. Ach so. U. U. Nicht dahinter gehen, nicht dahinter gehen. Guck mal, da haben wir jetzt sowas. Das wäre Ü, ne? Ja. Schon eine Ahnung? Ja. Gut, dann du. Komm, Simon, drehen. $200. Oh, der Junge haut rein. Wenn der Buchstabe vorkommt, was N. willst du? N. 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 Hast du eine Ahnung? Keine? Nein, nein, nicht. Noch nicht. Corinna, dann bist du dran. Oh, ich muss mal das klar. Welchen Buchstaben möchtest du? A. A. Immerhin, die 50 Mark. Du hast es, dann sag es. Wir haben kurze Beine. Dann wollen wir mal gucken. Jawohl. Kurze Beine. Prima. Prima. Das ist ja großartig. Hör mal zu. Das finde ich aber toll. Was ist denn mit dem Klassenlehrer des Siegerkindes, ob er denn freiwillig einmal fährt?
Damit wir es mal sehen, wäre doch schön. Hättet ihr das Späßchen? Rollstrecker, bitte. Wunderbar. Wunderbar. Sie könnten ja so rutschen, wenn Sie wollen. So, jetzt kommt eure auch. Großartig! Wunderbar! Guck mal, eure Lehrer kriegen Geschenkkörbe und wir gucken mal ganz schnell, was ihr an Geld gewonnen habt. Das grüne Team hat 950 Mark für die Klassenkasse. Das ist doch was! Und ihr habt 190 und für dich gibt es noch ein extra Geschenk, denn du hast ja das Spiel gewonnen. Ein CD-Player. Hä? Ist das schön? Wunderbar! Euer Applaus geht zu euren Lehrern. Nicht getrocken. Wir sehen uns daher noch. Vielen Dank an die beiden Herren. Wunderbar. Und hier kommt unser prominenter Gast im Sack. Ja, so sein, wenn du wohin kommst, dann heißt es, oh, Niki, komm rein, bitte. Und ist das so? Von wegen. Nicht? Nö, es ist immer so, ich schaue ja ziemlich jung aus. Also ja. Keiner denkt, ich bin so alt. Und da ist mir schon also so viel passiert. Einmal, also ich jetzt in München, ich war am Christkindlmarkt, wollte mir einen Glühwein kaufen, gehe hin und sage, hallo, ich hätte gerne einen Glühwein. Und dann lässt sie mich einfach so stehen. Und dann sage ich, hallo, Entschuldigung, ich hätte gerne einen Glühwein. Sagt sie, bist du denn schon 18? Dann sage ich, ja, schon lang. Und wie war das mit dem Tina Turner Konzert? Ja, da wollte ich auch rein. Es ist ein Tina Turner Konzert, das war vor 2 Jahren. Und sage ich, also stehe ich da und sage, hast du einen Ausweis dabei? Dann sage ich, nö, warum? Dann sagt er, so, ab 18. Dann sage ich, wieso? Ich habe keinen Ausweis dabei gehabt und er wollte mich da nicht reinlassen. Und die erkennen dich dann auch nicht? Ja, ich bin nie geschminkt normal und meine Haare ganz normal und wenn ich es glatt habe, dann sowieso nicht. Aber man wird denken, dass ich so klein bin. Ja, oh Gott, naja, das ist jetzt, ich bin halt auch sehr groß, ne, dann ist das... Am schönsten... Bitte, ja? Am schönsten finde ich aber dann mit dem Flieger die Sache. Wenn die Stewardess fragt, ist das ein alleinreisendes Kind? Genau, das war erst vor kurzem, ja. Das finde ich wunderbar. Dann mal unser Tischchen bitten. So, das fühlt sich randvoll an. Thomas, du guckst. So, Niki, sei so lieb, pack selber rein. So, wen haben wir da? Wer hat gewonnen? Monika Junkersfeld. Wo ist sie? Wo ist sie? Monika, steh mal auf. Steh mal auf, dass man dich sieht. Niki, was hat die Monika gewonnen? Sie haben soeben ein Wochenende in München gewonnen für 2 Personen mit Flug und Hotel und eine VIP-Filmtour durch die Bavaria Filmstudios. Da haben wir ein Bild. Ganz für Sie allein können Sie alles angucken.
ab 1. März. Weil dann machen die Dinger erst auf, ne? So lange musst du noch warten. Wunderbar. Niki, herzlichen Dank, dass du da warst. Bitte schön. Unsere erste Dame im Sack. Ein ganz besonderes Vergnügen für mich. Sei so lieb, nimm den Tisch mit. Jawohl. Wir sehen uns gleich. So. Antonia. Danke, denn das wäre fast schon das Ende, aber ein Bonbon haben wir noch für Sie. Sie erleben einen Titelfight, einmalig in der Boxgeschichte, zwischen unserem Vollstrecker und Dr. Klinker Emden. Und hier sind die beiden Kämpfer und jetzt... Und fair bleiben, Männer, fair bleiben. Fair bleiben! Oh, da ist der Sieger! Der Vollstrecker! Doktor! Fair bleiben! Doktor, kommen Sie raus! Dieser Mann ist von einer Grausamkeit, die nur noch Joan Collins teilt. Doktor! Doktor, kommen Sie. Ich muss Sie vor diesem Barbaren schützen. Doktor Klinker-Emden verabschiedet sich jetzt von jedem Einzelnen von Ihnen. Von jedem. Bitte, Doktor.